Mein Name ist Noemi Salombrino. Ich bin eine Schweizer Filmemacherin, Schauspielerin und Künstlerin mit italienischen und österreichischen Wurzeln. Gerne teile ich mit euch die Geschichte meiner Reise. Seit meiner Kindheit wollte ich Filmschauspiel lernen. Ich verbrachte meine ganze Freizeit in der Natur, um Filmfiguren zu imitieren. Bevor ich meinen Traum von einer Schauspielschule realisierte, absolvierte ich eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete in verschiedenen Hotels in der Schweiz und in Spanien als Rezeptionistin und Reiseleiterin. Mein Ziel war es, genügend Erfahrungen zu sammeln, um meine Schauspielerei mit realem Leben zu füllen. Ich habe eine wundervolle Erinnerung von meiner Mutter auf einer verschneiten Wiese, als sie geduldig mit mir für die Aufnahmeprüfung der Schauspielschule übte. Sie lernte mir, dass wenn ich etwas wirklich will im Leben, dann kann ich es auch schaffen. 2006 erreichte ich mein großes Ziel. Ich startete die Filmschauspielschule. Mein Ziel beim Schauspielern war es, den Menschen das Geschenk, sich selbst zu vergessen zu geben, damit sie Schmerzen oder Sorgen kurz beiseite legen konnten. Meine Mutter verstarb im selben Jahr. Bevor sie ging, sagte ich ihr, dass ich ohne sie nicht leben kann. Und sie antwortete voller Liebe: Aber du musst. Für alle, die gerne leben würden wie du, es aber nicht mehr können. Von diesem Moment an fragte ich mich, ob es gut ist, den Menschen das Geschenk, sich selbst zu vergessen, zu machen. Oder ob es nicht besser wäre, sie aufzuwecken und zu erinnern, wie schön das Leben ist. In dieser Zeit lernte ich meinen besten Freund kennen, der immer für mich da war und mir ein Lachen schenkte. Nach 3 Jahren Schauspielschule lebte ich in großen Städten, spielte in Filmen und arbeitete Teilzeit in einem Büro. Tag ein, Tag aus hinterfragte ich mich und meine Suche nach dem Glück und rannte dem Glück hinterher. Ich las viele Bücher über Lebensgeschichten und Freude. Ich lernte Meditation kennen und begann, die Welt neu zu entdecken. Eines Tages im Jahr 2013 zog ich Hals über Kopf von der Schweiz nach Berlin und gab alles, was ich hatte, weg. Ich lernte selbstständig das Filmeschneiden, arbeitete hinter den Kulissen und half anderen, sich in der Schauspielerei und dem Filmemachen weiterzuentwickeln und ein jährliches Filmcamp aufzubauen. So schnell wie es kam, wurde mir der Boden unter den Füßen weggerissen. Von einem Moment zum anderen hatte ich keinen konkreten Plan mehr, kein Geld, keine Wohnung und keinen Job. Ich stand mit meinem Motorrad auf einer Autobahnraststätte in Deutschland im strömenden Regen und wusste, dass ich nun mein Leben ganz neu beginnen kann, wo auch immer ich wollte. Auf dieser Fahrt hatte ich damals einen Schutzengel. In einer Ausfahrt rutschte mein Motorrad auf der nassen Fahrbahn weg und ich sah die Betonwand immer näher kommen. Irgendwie konnte ich mich mit meinen Füßen während des Falls auffangen. Wie ich das geschafft habe, weiß ich bis heute nicht. Das war der Moment für mich, ganz neu zu beginnen. Jeden Tag fragte ich mich, was machte mich damals als Kind glücklich? Was will ich im Leben? Was brauche ich? Und jeden Tag schaute ich in den Spiegel und sagte mir, dass ich mich liebe. Dies tat ich, weil ich zu diesem Zeitpunkt im Leben mein Selbstvertrauen komplett verloren hatte. Es waren Jahre, in denen meine Limits konstant getestet wurden und ich es auch herausforderte. Es bestätigte sich für mich, dass Träumen von Dingen nicht der Weg sein kann, sondern das Erleben Aufschluss gibt, ob es mich glücklich macht oder nicht. Somit lernte ich, weniger zu hoffen, sondern die Dinge auszuprobieren und zu tun. Ich machte einen Stuntkurs, stürzte über fahrende Autos und sprang von Häusern. Ich besuchte Hollywood
um den Ort zu sehen, wo all meine Kindheitsträume im Fernsehen ihren Ursprung hatten. Zurück in der Schweiz lebte ich ungefähr 2 Jahre lang aus meinem Koffer und arbeitete in großen Unternehmen als Rezeptionsspringerin. Mir wurde klar, dass ich nicht viel Materielles brauche, um glücklich zu sein. Ich erinnerte mich, wie sehr ich als Kind die Natur liebte. Ich begann, die Natur zu studieren und erkannte den tatsächlichen Zustand unseres Planeten. Ich war schockiert, als ich begriff, dass wir die allerletzte Generation sind, welche das Blatt noch wenden können. Wir setzen mit unseren heutigen, täglichen Entscheidungen die unumkehrbaren Schritte für die Zukunft, welche entweder das Leben oder aber viel Leid oder sogar das Ende der Menschheit und der meisten Tiere bedeutet. Von diesem Moment an war es mein Ziel, genug Geld zu verdienen, um eine Filmemacherschule zu besuchen, um der Natur eine Stimme und eine Plattform zu geben. Ich wollte einen Weg finden, immer mehr Menschen für die Natur zu begeistern und sie zum Handeln zu bewegen. Und das ist bis heute mein Ziel. Damals wurde mir klar, dass ich eine, wenn auch kleine Basis schaffen musste, damit ich meine Kreativität voll ausschöpfen kann. Ende 2015 zog ich an einen Ort direkt am Bodensee in der Schweiz. Das erste Jahr war sehr herausfordernd. Die erste Wohnung war sehr kalt im Winter. Dann die stetige Sorge ums Geld und eine Wohnung, die plötzlich wegen meinem Nachbarn unter mir und den alten Holzböden derart nach Zigarettenrauch gestunken hatte, dass ich im Badezimmer auf einer Yogamatte schlafen musste, bis ich ein anderes kleines Zimmer im Nachbardorf gefunden habe. Mein Drang zu kreieren wurde immer stärker und es bereitet mir große Freude, Menschen mit meiner Kreativität zu bewegen. Ich wollte einen Weg finden, Menschen für die Natur zu begeistern und trotzdem von dem leben, was ich liebe. Ich lebe jetzt seit 4 Jahren hier in meinem kleinen Zimmer am Ufer des Bodensees. Während dieser Zeit in 2016-17 habe ich genug Geld gespart für die Filmemacherschule, indem ich an einer Rezeption in Zürich gearbeitet habe. Ich fuhr um 5 Uhr morgens los zur Arbeit und kam um 9 Uhr abends zurück nach Hause. Jetzt war die Zeit gekommen für meine neue Passion, das Filmen. Ich startete die Filmemacherschule. Mit meinem besten Freund habe ich zudem den Verein Ocean Revolution gegründet, um meine Liebe zur Natur mit Menschen zu teilen und Menschen zu treffen, die sich für die Natur einsetzen. Ich lerne wundervolle Leute kennen, die an den freiwilligen Projekten teilnehmen und die wichtige Arbeit für die Natur unterstützen. Im Januar 2019 habe ich meine eigene Firma Sole Ocean gegründet, um meine Zeit besser einteilen zu können für die Projekte für die Natur. Ich verbringe meine Tage damit, die Projekte des volontären Vereins umzusetzen und all die Dinge, die mein Herz ausdrücken möchten. Ich filme, male, entdecke, fotografiere, schreibe, schauspiele, plane, organisiere und leite Projekte. Ich helfe Kindern immer noch, sich in der Schauspielerei und im Filmemachen zurechtzufinden. Und ich habe immer noch meinen besten Freund hier in der Schweiz, der mich zum Lachen bringt. Über die sozialen Medien kann ich Menschen erreichen und Vorträge über die Natur halten und Filme zeigen. Jeden Morgen ist es mein Ziel, dieser Welt etwas Wunderbares zu geben. Etwas, das Barrieren bricht und Herzen berührt. Ich will Menschen motivieren, sich für die Schönheit des heutigen Lebens und unserer Zukunft einzusetzen. Meine finanzielle Sicherheit ist immer noch gering. Aber die Natur und die positiven Menschen geben mir Kraft, weiterzumachen. In dunkleren Zeiten wende ich mein Gesicht der Sonne zu und erinnere mich an die Dankbarkeit über die kleinen Dinge im Leben. Dies erfüllt mein Herz sofort mit immenser Freude. Das habe ich von meiner Mutter gelernt.
Nach allem, was passiert ist, weiß ich, dass es für mich das einzig Richtige ist, meinem Herzen zu folgen. Ich erkenne auch, dass ich viele meiner früheren Entscheidungen im Leben unbewusst getroffen habe. Diese waren egoistisch und nach Anerkennung lechzend. Die Verschmutzung und der Zustand der Erde widerspiegeln unsere unbewussten Handlungen. Ich habe endlich verstanden, dass unsere Welt etwas anderes braucht.